Ja, das ist ja der Wahnsinn, weil wir, klar, wir haben gesagt, wir waren schon lange nicht mehr auf der Wiesn, haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal wieder auf die Wiesn. Hey, warum sind wir nicht einmal, ich war schon ein paar Jahre her. Hey. Und dann haben wir gesagt, gehen wir auf die Wiesn. Hey. Haben wir aber gesagt gehabt noch, okay, wir treffen uns an den Haupteingang vorne, da wo der Ding, wo der, weißt du schon, an den Haupteingang, um 5 Uhr. Wir haben gesagt, pünktlich um 5 Uhr sind wir da, haben aber gesagt, nehmen wir keine Frauen mit, weil wir wollen eine Garde haben. Hey. Und wir haben uns. Alle? Ja, haben wir gesagt. Wir haben das gesagt. Ja. Und dann haben wir uns getroffen, pünktlich. Wir waren pünktlich um 5 Uhr waren wir da. Und dann sagt der Adi, sagt, kennst du den Adi, wie er ist? Sagt der Adi, sagt, jetzt sind wir da auf der Wiesn, sagt er, bevor wir jetzt da überhaupt anfangen, jetzt legen wir uns erst einmal ein paar auf. Hey. Dann haben wir da hintergegangen, gleich zum nächsten Steindl da hin, haben wir uns ein paar aufgelegt. Ich selber habe so ein Ding gesoffen, so einen Vogelbeerschnaps. Du, Moment, hey, ich habe einen Vogelbeerschnaps gesoffen. Okay. Du, das ist ein Vogelbeerschnaps, wo man sagt, jawohl, das ist ein Vogelbeerschnaps. Und du kennst den Adi, du weißt, wie du ist, der Adi, dann sagt er so, sagt, jetzt sind wir auf der Wiesn, sagt er, jetzt fahren wir mal mit der Geisterbahn. Aber gesagt, ich weiß, der Adi, wir sind da keine kleinen Kinder mehr mit der Geisterbahn fahren, das brauchen wir doch nicht mehr mit der Geisterbahn. Oh, ja, ich bin einfach da, wo wir mit der Geisterbahn fahren. Ist schon recht, Adi, beruhig dich, ja. Du kennst ja den Adi, der hört ja nicht mehr auf. Nein, der hört nicht mehr auf. Okay, hab ich gesagt, tu mir den Gefallen, fahren wir mit ihrem Geisterbahn. Dann haben wir die nächste Geisterbahn da rein, okay. Und wir sind halt in der Geisterbahn, der Adi ist neben mir gesetzt. Irgendwann kommt halt der nächste Geister her, kommt halt einer, okay. Ja, dann kommt so der Geister her, okay. Okay. Du, dann sehe ich wieder Adi, ich hab das vorher nicht gesehen. Ich hab das ja gar nicht gesehen. Zieht der Adi aus der Joppen einen Stuhlhaxen raus. So ein Kaliber. Okay. Du und der Adi zünd dem Geist ohne ihn auf. Okay. Boom. Okay. Und der Geist sofort. Sag ich, Adi! Sag einmal, magst du keine Geister? Hat er gesagt, nein, ums Verrecken nicht, hat er gesagt. Die habe ich noch nie allein können. Du, der Adi hat an jeden Geist, der wo da gekommen ist, bumm, bumm. Okay. Und du musst dir das ja vorstellen, die Geister sind aus Gips. Hey. Und der Geisterbahn hat es gestaubt. Hey. Wie ein Mehlhäferl. Hey. Waren bloß nur die Drähte, haben bloß nur. Ah, dieser Wahnsinn, die hinter uns gefahren sind, da waren bloß nur so Gipshäferl da. Hey. Also mit den Adi machst du was mit, das ist der Wahnsinn. Dann haben wir uns hinten noch, am Ausgang von der Geisterbahn haben wir so ein bisschen hingestellt und haben uns die Leute angeschaut, die nach uns gekommen sind. Die haben uns ganz entgeistert angeschaut. Auf alle Fälle, irgendwie noch sagt halt nach einer Zeit, dann sagt der Adi, sagt er, der Spuk ist, hat ein Ende. Hey. Jetzt ist es soweit, dass es soweit ist. Und jetzt gehen wir ins Bierzelt rein. Ja, wo gehen wir hin? Dann sagen wir, ja, gehen wir ins Schottenheim. Ich sag, da haben sie zwar bloß den Spaten gewaschen, aber nein. Zur Not schaffen wir. Okay, also gehen wir rein. Also, wir gehen da rein. Du, da drin, Zugange. Da drin ist Zugange. Ein Gewurl, ein Gesums, ein. Ah, okay. Kein Platz, nichts zu machen. Und dann das ganze Geschwirl. Okay. Das ganze Ausländer-Geschwirl. Okay. Diese ganzen Holländer, Amerikaner, Japaner. Okay. Hey, die Saubern da, verstehst du, die wo von daheim aus schon die Plätze wegfaxen? Hey, hey. Keine Chance. Hey, kein Platz weiter, mal nichts zu machen. Und sagt der Adi, müssen wir gehen. Hilft nichts, müssen wir kapitulieren. Aber sagt er, probieren wir es noch vielleicht da drinnen, auf der anderen Seite, wo die Ochsenbraterei ist. Weißt du, wo der Ochs drin hängt? Und gesagt, gehen wir da rein, probieren wir es.
Okay, vielleicht haben wir schon einen Skimmer daneben, das nämliche Zugang da drin, dass du sagst, ja, gibt's denn das in der Früh noch schon, dass du bleibst, haben die so viel Zeit halt, dass die da am helllichten Tag Bier saufen, gell, das ist so. Aber keiner mehr was, okay? Aber nichts zu machen, kein Ding. Du, und jetzt pass auf, und jetzt kommt das, was ich sagen will, noch vorn. Ich muss das Ganze, warum sage ich das, okay? Weil ich habe mich so aufgeregt mit dem Schreiberling da, das war, nein, weil der das in Zeitung nicht geschrieben hat. Verstehst du mich? Der schreibt dir das in Zeitung nicht. Der hat das nicht geschrieben, dass das möglich ist, dass einer so lernen darf. Hey? War Schlagzeile, hast du das nicht gelesen? Das war ein praktischer Schlagzeile, so fett hat er nicht geschrieben. Attacke auf Geist des Menschen, lauter so ein Zeug. Hey? Dass der das darf, das war eben nicht so. So war es ihm nicht, weil ich war ja dabei. Aber der schreibt das in Zeitung nicht. Also ich mag nicht Ding sagen, aber beim Hitler hätten sie den. Das gibt's ja nicht. Hey? Dass man so lernen darf. Hey? Schreibt es da nicht. Jetzt pass auf, ich erzähle dir ja, wie es war. Okay? Von mir fast die Wahrheit. Also, kein Platz, Ding, und doch auf einmal, du, vorne, da wo der Ochs ist, ist der Tisch, ein Riesentisch, ungefähr von da bis da, Riesentisch, frei. Gibt's ja nicht, der ganze Tisch frei. Das heißt, ganz frei war er nicht, weil da ist nur so ein Zwischenmeindl gesitzt. Hey? Nun ist der Adi ist zu dem Zwischenmeindl hingegangen, freundlich. Der Adi war freundlich, ganz freundlich. Und hat zu dem Zwischenmeindl gesagt, du geh weiter, Spezi. Frage, hey, ist da noch frei? Und das Zwischenmeindl, natürlich Ausländer, okay, Deutsch kenne ich pur, hat umeinander gewirkt. Er wollte irgendwie sagen, nein. Hey. Dann hat der Adi, aber freundlich, ich war dabei, sagt der Adi freundlich, sagt er zum Zwischenmann, sagt er, Spezi, bloß, dass wir uns klar verstehen, wir sind wir insgesamt 8 Metzger. Hey? Hey? Und, dann haben wir uns hingesetzt. Hey? Ja. Gaudi gehabt, okay, gleich Bier abfahren lassen, gleich Schwänzwürstel, was einfach nett, wunderbar, okay, geil. Hallo, was ist wunderbar. Geben wir jetzt Gaudi, das Zwischengemeindl nicht natürlich, der hat keine Gaudi gehabt. Was, ja, der hat so Gulaschsuppen hat er gefressen, okay, und da hat er schon so sauer so, ne, hat er nicht geliefert. Okay, und dann sagt der Adi, kommt da, aber der Adi, so ist er halt, der Adi, das ist einmal, so ist er. Okay. Wie das noch findet, kommt der Adi daher mit einem Salzhaferl, so viel Salz, okay. Haut es am Zwitschgemeindl in die Suppe rein und sagt, Spezi, sauer macht lustig. Wir haben so viel gelacht. Zwitschgemeindl nicht. Null Humor, der Arsch, verstehst du? Kennt nichts zu machen. Okay. Auf alle Fälle, wirklich, also zünftig, einfach schön, dass du sagst, sagt man wieder so ein Ding. Bier, okay? Und jetzt pass auf, jetzt kommt das, weil ich mich so ärgert, dass der Zeitungshund da diesen da nicht schreiben darf. Okay? Nein, der hat das nicht geschrieben. Okay? Die Leute lesen es und meinen, das stimmt. Hey? Dabei stimmt null. Null, null Wahrheit. Ich kann es beschwören, das war nicht so. Okay? Jetzt pass auf, war so. Also in der Bierzeit drin eine Bombenstimmung, okay? Die Leute stehen auf den Tisch, okay? Wir rein. 1, 2, 3, okay? Und jetzt pass auf, gesoffen war noch nicht. 1, 2, 3, okay? Kommt das Zwischenmantel, von unten ist er aufgegrabet, okay? Hat einen Adi bei der Joppenbank, da hat er angelangt, okay? Und hat so zart und sagt ganz laut, ich hab's auch gehört, ne? Und sagt ganz laut, Police, Police. Okay, und so viel Englisch kann der Adi auch. Hey? Hey? Und jetzt kommt das, was ich beschwören kann. Von Zuschlang keine Rede. Der Adi hat den Zuschlang. Okay? Der Adi hat dem Zwitschgemeindl am Maßkrug lediglich leicht einen Schädel aufgesetzt. Hey? Und dann war er Ruhe. Hey? Wir waren noch lange in dem Bierzelt drin. Was wir noch eingelittert haben. Wir haben noch einen Steckelfisch gefressen. Wirklich, also wunderbar, wirklich nett und so. Das heißt, am Nachbartisch, da waren auch ein paar so Deppen. Das waren so Sachsen aus der DDR. Okay.
Und ja. Und du kennst den Adi, weil der Adi ist ja so. Was willst du, wie der so ist? Der war noch nie anders, der Adi. Der Adi steht auf und schreit zu deinen Sachsen, zu deinen Ossi, schreit da rum und sagt, ist faulen Hund, hat er gesagt, darfst du mal was arbeiten? Hey, 40 Jahre lang im Bett umeinander flanken, hey, und jetzt zu uns kommen und uns in die Hände fressen, sagt er. Hey? Auf alle Fälle. Ja, du, und der ist ja Ossi, du hast so ein Kerl, okay, der steht auf, okay. Du stehst auf und möchtest an Adi möchte sie greifen. Okay, aber der Adi hat schon gewusst, er lässt sich nicht provozieren. Okay. Nein, hat er gewusst, dass er, weil er hat ja gewusst, dass er einen Stuhlhaxen unter dem Tisch hat. Okay. Jetzt kommt der daher, möchte zu und der Adi kann schon unter den Tisch ab, ich möchte ihn raufholen. Sag, Adi, Mensch, was tust du denn der Praktiker? Mensch, was ist? Der Adi zirkt, Adi, was ist denn? Zieht der Adi, du, zieht an deine zwei Finger an die Nasenlöcher, das zwitschert man darauf. Hey. Ja, sagt der Adi, auf der Rick ist der Albino da. Hey. Ja, der hat nicht mehr gut ausgeschaut. Hey. Im Gegenteil, der hat schlecht ausgeschaut. Aber sie haben ihn auch gleich weg mit dem Sandkern, aber war er weg. Hey. Und jetzt schreibt der Hund da von der Zeitung, das ne, schreibt da ne, Attacke auf Geistesmensch, Nobelpreisträger erleidet Schädelbasisbruch. Sag mal, das glaube ich schon, so wie der ausgeschaut hat. Hey, dass der so schnell keinen Nobelpreis mehr kriegt, das kannst du schon sehen. Hey. Aber jetzt frag ich dir mal was. Jetzt frag ich mal was. Okay? Wenn einer schon so studiert ist, wenn er so studiert ist wie der, okay, dann muss er doch so viel Hirn haben. So viel Hirn muss ich da haben, dass ich dann wissen muss, dass man mit einem Kopf, der nichts aushält, nicht aufs Oktoberfest geht.